Ich verstehe ein paar Novizen der absoluten Raum. Was erzählen die? Ich rede mal mit Rasha. Excuse me. If you have a trailer inside. Die anderen. Oh, der hat Angst vor dir. Okay. Kann ich mit ihm reden? Fresh disarm with me bearings. We couldn't pick this human. Oh, you got him good. And who are you? Another pest? Think you rule the world just because you got a scary face? Ha! A strange symbol glows marked on their flesh, and something within you stirs in response. Interessant, dass ich andere Optionen kriege, weil du Draw bist. Hm. So viele Mutmaßungen hier. Ich denke nicht, dass ich besser bin als andere. Nein, das stimmt nicht. Ich denke schon, ich bin eure Vorgesetzte. Aber ich weiß nicht, ob es gut ist, den Elitiden zu benutzen. Ich denke nicht. Das ist eine Tatsache. Ihr seid nur Dreck unter meinen Stiefeln, finde ich auch gut. Ja, ist eine gute Frage. Ich meine, kann halt richtig schief gehen, ne? Ich weiß halt nicht, ob das später Konsequenzen hat, aber ich will es auch nicht gespoilert wissen. Ich probiere es. Das ist dein Charakter, genau. Ach, guck mal, 2. Mit einem Bonus von plus 1, also kann ja nicht schief gehen. Ich glaube, du kannst fast, also außer wenn du eine 1 würfelst, kannst du quasi gar nicht verlieren. Ja, stimmt. Aber ob es halt gut ist. You feel sated. Du fütterst auf jeden Fall einen Elitiden damit, denke ich. Ja. Du weißt wahrscheinlich immer ein Stück von meinem Gehirn ab. Nee, ist ja nicht viel zu essen. Hallo? Inspiriere dich nochmal, mein Freund. Verdammt. Was hier hinten? 4, 5 und 8. Ja. Okay. Und das ist eine Holztruhe, die abgeschlossen ist. Stupid, dead bastard! Give him a good kicking! He deserves it! Womit hat er das verdient? He killed my mum and dad! Made a bloody orphan of me! Mein Beileid? I ain't bothered about it. Better off without him. Stupid old geezers should have put up more of a fight! Don't mean we can't enjoy putting the boot into this prick of stick, though. Deine Augen bewegen sich. Okay. Klang gerade, als wenn hier einer gepisst hat. Hier ist übrigens, also ich meine, an die Kiste, kommt man ran an die Kiste. An die dürfen wir? Die ist nur abgeschlossen. Nicht mehr lange. Sehr gut. Do your thing. Oh Gott. Die kann nicht explodieren. Ja, sagen sie alle. Künstliche 20. 29 Gold und ja, sonst nichts. 5 hat mich Pilz. Sonst nichts? Gut, dass ich das sehe. Sonst gut, dass wir sehen, was du rausnimmst. Hier geht's noch runter. Sonst nichts. Hier geht's rund, richtig weit. Da unten ist irgendwas. Oh, warte, Chucky im Gespräch. Oh. Don't matter who he was. He ain't nothing but a stain. Ja, ich dachte nicht, dass es wichtig sind. Wichtiger. Ja, du kleine neugierige Maus, du willst eine Aufmerksamkeit. Oh Gott, überleben, ich hab was entdeckt. Meine, ja, ich hab's entdeckt. Unfassbar. Hm. Diebeswerkzeug! Immer mitnehmen. Hier liegen. Meinst du, das braucht wer? Hier liegt ein Schwamm. Mit. Nimm doch keinen Schwamm mit. Der ist gebraucht. Okay. Oh, hinter dem Wasserfall geht's weiter, oder? Hinter dem Wasserfall geht's weiter. Ja, da geht's weiter. Secret, Secret. Hier ist eine Falle, vorsichtig. Warte, die kann ich nicht entschärfen, ich habe kein Werkzeug. Ja, das ist nicht so schlimm. Du kannst drüber rumgehen. Was du? Vor einer rein. Webemoos, Federkiel. Bevor einer wieder reinläuft. Krakelige Notiz, ein Fetzen Papier, auf dem jemand Ideen für einen Liebesbrief notiert hat.
kann sie nicht mit dem Mond oder den Sternen oder so einem Quatsch vergleichen, weil sie unter der Erde lebt. Sie hat keinen Schorf und keine Furunkel, kann ihr also dafür keine Komplimente machen. Hält mich vielleicht für zu klein, könnt ihr sagen, ich kaufe ihr den Hocker fürs Küssen. Kann mir nächstes Mal, wenn ich sie sehe, tote Spinnen in die Haare tun. Schickt ihr vielleicht ein paar Stück von Leuten, die wo ich umgebracht habe. Ja. Ja. Das ist, wer wird da nicht schwach als Frau? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr... Ja, oh Gott, jetzt habe ich Angst. Diesen zusammengeknüllten Brief ziert eine kindliche Zeichnung eines Goblins, der einer Drow einen Strauß Pilze überreicht. Liebe Eure Exzellenz und schönste jüngeren Zerell, bestimmt tut ihr euch nicht mehr an mich erinnern. Ich bin ja niemand Wichtiges. Noch nicht. Ich habe mit den Jungs gerade Hühner gejagt, als ihr den Boss Raxlin besucht habt. Ihr habt genau zu mir geguckt, als ihr ihm gesagt habt, dass wenn wir so gut Menschen töten können, wie wir Geflügel rupfen können, dann wären wir vielleicht doch nicht völlig nutzlos. Das hat mich richtig stolz gemacht, dass mich mal jemand so lobt. Na. Beim nächsten Überfall vergieße ich so viel Blut, dass die Absolute mich einfach bemerken muss. Dann komme ich nach Mondaufgang und ihr tut mich auch bemerken. Ich bin der mit dem Hinkebein und dem Schielauge. Klagger. Okay. Klar. Ja. Der hatte Elixier der arkanen Kultivierung dabei. Du erhältst einen zusätzlichen Zauberplatz des ersten Grades. Oh, aber okay. Für immer? Wahrscheinlich bis aktuell einmal. Hm. Ich glaube nicht für immer. Einmalige Verwendung steht dabei. Ja, aber das könnte ja ein permanenter Trank sein. Nee, es sind zwei Stück. Das wäre ein bisschen heftig. Zweimal habe ich den Trank. Aber okay. Dann können wir, wenn einer mal einen Zauberplatz wieder aufladen muss, in einer dringenden Situation. Ja. Haben wir sowas. Oh Gott, der Spruch funktioniert nur im Englischen. Welcher? Wie nennt man die Hose eines Drow? Unterwäsche. Nee, Unterhose. Vor allem Underdark, Underpants. Ja. Das sind so Witze, die funktionieren halt nur Englisch. Hm. Du kleine Kuschelnase. Du kleine kuschelsüchtige Nase. Ich habe eine kuschelsüchtige Nase. Grüß schön. Ich weiß nicht, ob sie das versteht. Ah, ich bin schon wieder auf Erkunden, ich finde schon wieder Dinge. Ich hab's gesehen, ich versuche dir zu folgen. Oh mein fucking Gott. Alles gut, nichts passiert. Was ist da los? Da stehen 1000 Explosionen, was ist los? Alles gut, nichts passiert. Lebst du noch? Hier ist eine Holztruhe, die robust ist und abgeschlossen ist. Ja. Komm. Unten. Ja, aber hier oben ist noch ein Rucksack. Ja. Da ist Fallenentschärfungswerkzeug drin. Ach ja, ich wollte dir noch mein Fallenentschärfungswerkzeug geben. Das kommt ja wie gerufen. Oh Gott. Das war schlecht. Oh mein Gott, das klingt nicht gut. Hat mir was gebrochen, glaube ich. Warum? Ich bin runtergesprungen. Beantwortet die Frage nicht. Warum ich runtergesprungen bin, kann ich dir nicht sagen. Ja, das ist... Leuchtender Schild, Rüstungsklasse plus 2, gewährt liebender Schutz. Einmal pro kurze Rast, wenn du weniger als 50% Trefferpunkte hast und Schaden erleidest, erhältst du 8 temporäre Trefferpunkte. Oh, geil. Wer braucht das von uns am meisten? Ich kann eigene Trefferpunkte erzeugen. Ja. Du trägst gar kein Schild, Chucky, ne? Kannst du ein Schild tragen? Nein. Oh, also dann zieh ich doch, das wohl an. Ja, auch nicht wirklich was, finde ich. Naja, 8 temporäre Trefferpunkte, wenn du unter 50 fällst. Kannst du ja eher brauchen, oder? Sag auf jeden Fall nicht nein. Möchtest du mein Sicherheitsschild, den ich mir gekauft hatte? Die gibt dir plus 1 auf Rettungswürfe. Ja. Also du kannst die zusätzlichen Trefferpunkte mehr brauchen als ich. Oh, ich habe einen Faller gefunden. Hat er eine übersehen. Sozusagen. Ich habe die ausgelöste gefunden, die Überreste. Was ist hier drin? Warst du hier schon? Weiß schon, da ist nur eine Leiche, die man plündern konnte. Ach so. Die hat einen Stink, die hat eine Pupse-Schriftrolle dabei gehabt. Cool. Ja.
spannend so, ist, man kann jetzt hier rüber, kann man jetzt, also das ist sozusagen der Geheimweg eigentlich gerade, weil man könnte jetzt hier rüber an den schlafenden Goblins vorbei. Und dann ins Schloss, in die Burg. Und dann hoch in das Schloss, genau. Okay. Die Frage ist aber, sollen wir uns erstmal um den Eulenbären kümmern? Wir haben den ein bisschen vergessen. Ich weiß nicht, ob er da momentan was machen kann. Ich möchte ihn retten. Der hat seine Überlebensprobe nicht geschafft. Ja, wir retten den auf jeden Fall. Wo hast du deine Überlebensprobe nicht geschafft? Nein, du hast sie nicht geschafft. Ich war da gerade. Du wohl. Du hast sie nicht geschafft. Ja, ich war da gerade. Ja, und ich habe sie gesammelt. Also ich glaube, um ihn momentan retten zu können, müssen wir das Lager ausrotten. Oder wir machen das Spiel. Das geht dann nicht. Oder wir machen das Spiel nicht. Hat einen Moment gedauert, Lars. Na, vielleicht ist es schlecht. Vielleicht mag er uns nicht, wenn wir ihn scheuchen. Ja, das ist ein Argument. Also reden wir erstmal mit... Vielleicht müssen wir ihr sagen, ey, hör auf. Du bist nicht nett. Ja, ich glaube, das ist genau das, was Goblins hören wollen. Ja. Nein. Oh mein Gott, vielleicht möchte ich nicht zu euch gehen. Aber der wäre wahrscheinlich nicht hier, wenn wir die Mutter getötet hätten, ne? Wir haben die Mutter nicht getötet. Haben wir nicht, wir haben sie nur bewusstlos geschlagen. Genau. Ja, aber er ist ja weggelaufen. Ja, jetzt wessen Schuld ist das jetzt? Wer hat also als Erziehungsberechtigte hier versagt? Die war aussagefest. Wer hat hier als erziehungsberechtigte Person versagt? Mhm. Ich rede jetzt mit denen. Die sollen das Tier in Ruhe lassen. Well now. You look like a tough one, but have you got smarts? Haben wir Inspiration für Notfall? Hoffe nicht. Eine. Eine Inspiration haben wir. Ja. All das und mehr. And you're gonna need it, mate. This ain't your standard dungeon dive, right? This is chicken chasing. Das ist so süß. Ja, das hattest du schon. Ja. Besides, I reckon it owes us, seeing as how it just ate our last chicken. Ja, erklär mir die Regeln. Okay. Das alleine ist extra hervorgehoben, ne? Ja. Any of your mates step in, you lose. Sound easy? It ain't. Better contenders than you have been bested by the bird. Wieso war der Vogel? Welcher Vogel? Das ist grausam, da mache ich nicht mit. No skin off my ass. Just remember, you had the chance to be a part of something grand and you walked away. Ich würde sagen, das sollte vielleicht unser Bade... Oh! Kannst du jetzt mit dem reden? Suchen. Ach klar, ich möchte jetzt nicht mit dem reden, damit er entkommt. If you fancy playing. Ich hab den Metzger mal aufgehalten. Okay. Mama weg, Hunger. Ich hab ein Lager, du bist dort willkommen. Ja! New home. Maybe. Got to get away from here first. The cub seems anxious to leave. But afraid to defy the goblins. Okay, wir schaffen sie aus dem Weg. To be dealt with, one way or the other. They have to be dealt with. One way or the other. Ich kenne einen guten Weg. Mama, schreib mal mit dem. Ja. Wanna play, Your Honor? Wollen wir hier wieder Genozid begehen? Es sind natürlich Goblins. Kannst du als Drow ihr sagen, sie sollen mit dem Scheiß aufhören? Das habe ich halt auch schon versucht. Ja, aber da war ja noch Volo im Weg. Brave enough to take on our new chicken. Ich kann sagen, ich gehe und ich nehme den Eulenbären mit. Oh, gute Idee. Ja. Is you now? Reckon I feel differently. Reckon the lads will too. The mark glows, but you feel nothing in response. Oh. Your lithid power is beyond reach. Das kann man nur einmal pro Rass? Mhm. Okay. Aber es gibt ja noch andere Wege. Ich schaffe einfach noch eine Druiden-Überzeugen-Aktion. Ja, und ich kann dich vielleicht inspirieren. Dass du noch einen Bonus kriegst.
Oder du willst ihn kaufen. Ah nein, wir überzeugen ihn. Notfalls töten wir halt alle, ne? Ich habe euch einen Gefallen getan, das Fett, das Vieh wird noch größer und stärker. Oder? Ich gebe dir... Ach, 5er Schwierigkeitsgrad. Also solange ich keine 1 würfel, ist das gut. Ja. Trotzdem nicht so... Ja. Ja, das stimmt. But the Diddy or lost chicken. Die mit den scheiß Hohnen. Ja. Wir haben einen neuen Bären. Sehr gut. Oh Gott, er gibt Gas. Er ist weg. Den ich muss euch was vorlesen. Ja. Goblin-Dichtkunst. Oh nein. Ich kannte mal einen Hexer, voll wichtig. Der meinte, ich red nicht richtig. So klappt doch kein Zauber. Sprich vornehm und sauber. Da zertrümmerte ihm das Gesicht ich. Zweitens. Was ist denn das hier, Jungs? Ha, Gedichtbuch, sagt er. Eher Klopapier, oder? Drittens. Gedichte lösen doch Gefühle aus und so, oder? Naja, ich hab mal von einem Oger geträumt, ja? Der war riesig, ist voll auf mich zugerannt und... Ich hab ihm kräftig in die Eier getreten, bin dann grinsend aufgewacht. Ist das ein Gedicht oder nicht? Uff. Das ist ja meine Gedichtkunst. Genauso gut kann ich auch dichten. Wow. Okay. Gut, jetzt können wir aber eigentlich reingehen in den. Lass mal mit der Wache reden. Welche Wache? Der große Troll, der da steht. Oh, wow, I see what you mean. Der lässt sich bestimmt durch. No go inside. Okay. Aber er hat auch nicht gesagt, wir dürfen nicht. Ich hab hier noch einen Hexenmeister. Warte mal. Ich hab hier noch einen Hexenmeister. Okay. Kann sie auch Leute heilen? Okay. Aber wir machen jetzt hier kein Blutbad. Wir gehen erstmal gucken, ne? Was? Ich frage, was ihr vorhabt. Ja, ich habe auch nie was gegen ein Blutbad. Sehr gut. Aber wir gehen erstmal rein. Okay. Suche das Nachtlied. Ja. Das soll ja hier irgendwo sein, ne? Oh, das ist ein Gespräch. Oi! Ain't no party in here! We'd state your business. Now! The mark glows, but you feel nothing in response. Ich verkaufe diese hübschen Lederjacken. Until you rest. Ja, ich hab natürlich eine Audienz, bei dem der hier das Sagen hat. Logisch. Also. So viel sollte klar sein. Oh. Right. Well, you ain't the first foreign type, I suppose. Gonna have to be a bit more specific, though, mate. Absolute's got a few favorites around here. You here to see Priestess Gut, Boss Raxlin, or the Drow? Die Drow? Ich meine, wir wollten gucken, ob Priesterin Gut uns heilen kann. Raxlin wurde sehr von Volo gelobt. Ja. Von der Drow höre ich zum ersten Mal. Hey, ich würde halt die Wahrheit sagen, wir sind wegen der Priesterin hier. Ja. Do you now? Might feel different once she puts a burning brand here. She's through the main doors. Just follow the smell of burnt goblin arse.
Okay. Oh, okay. 120 Erfahrungspunkte. Hier an der Seite sind Leitern. Wenn ihr irgendwo hin. Nach oben, da stehen Adleraugen, für den Fall, dass man kämpfen hätte wollen. Okay. Und da ist ein Pilz. Oh Gott, ja, dann hol dir deinen Pilz. Ja. Wir müssen uns auch für bescheuert halten, dass wir hier jede Vase umdrehen. Interessant ist, wenn ihr mal guckt, wenn ihr oben steht, ich weiß nicht, ob ihr das seht, hier ist ein Symbol auf dem, auf der Wand von, oh Gott, ist das Merida? Was? Über dem Tor. Über dem Tor, wo man reingeht. Wenn wir jetzt weitergehen. Wenn ihr mal in die Leiter hochgeht, seht ihr... Oh ja, diese Augen bin, mit den Sternen. Ja, drin, ne? ich bin echt nicht so bewandert in der D&D-göttlichen System. Kein Schlimmer. Aber das Ganze ist ja eine ich zerstöre das Heiligtum hier. Ja. Dann wird das entsprechend von dieser Gottheit sein. Werden wir bestimmt noch was rausfinden, so. Okay, wir gucken mal weiter. Aha. Ich höre Musik. Ja. Hört ihr die Stimme der Absoluten? Spürt ihr sie neulich? Spannende Info, die Statue links ist instabil und auch die rechts ist instabil. Ja. Könnte man also umwerfen. Das wäre ziemlich umwerfend. Wer möchte mit der Priesterin reden? Gut. Ich. Ja. Ja, bitte. Viel Erfolg. Seems like a good moment to talk. Lass ihn mal in dein Gehirn rumwühlen. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gutsulu needs to touch you too. Hold out your arms so I can mark your flesh. Ich finde das letzte gut. Warum soll ich mich brandmarken lassen? Let's the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with ya. And it's charged with magic. Ordinary slobs can't see it. Only us that follow the absolute. You ready? Brace yourself. This'll sting. Klingt verlockend. Ich gib zu, in dem Fall nicht. Maybe you don't need it. After all, you're special, ain't ya? Like me. She probes your mind, tangling your thoughts with hers. A familiar sensation. She too carries a paradox. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man. Von mir? One of the chosen. So. Vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Your choice, your character. Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there. Digging around works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. ich habe eine Kreatur im Kopf. Könnt ihr was machen? A creature? There's definitely something rotten in there. Let me take a closer look. I ain't seen anything like this before. Hey? Ain't nothing wrong with me. You're the one who's sick in the head.
No need to panic, though. With the Absolute's will, I can fix anything. Das klingt sehr einladend. This in my chapel. It's private. Don't want this lot interfering with True Soul business. True Soul business. Mm-hmm. Princess, we want the mark. Why do they think they're talking to a god? Aren't we good enough for the Absolute? Das ist interessant, weil die hat ja auch schon mal mit uns geredet, die. Die Absolute ist bestimmt auch ein Mindflayer, ne? Ja, oder irgendwas Größeres. Ja, Schriftrolle wiederbeleben. Mhm. Ja. Tür zu machen. Ja, dann lass dich mal untersuchen, Katha. Ja, okay. Dagen. Entschuldigung. Macht nix. Komm mal her, Madame. I ain't waiting around. Bin noch hier. Ready to clear your head. Ach so, Katzi. Auf jeden Fall. Was genau wollt ihr tun? Whatever the Absolute tells me to. Ja. Don't worry, she loves you. I can tell. Okay. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Everybody else needs to leave. Okay. Warte mal hier. Seht ihr das hier oben? Nee, was denn? Kann man da sich von der anderen Seite hochschleichen und dann beobachten? Wenn du behandelt wirst? Wachen vor der Tür. Ich würde dich halt ungern alleine mit ihr lassen. Was? Aber warte mal, du kannst hier von außen einfach reinhüpfen, oder? Ja, du kannst von hier von der keine von, Wand. Da, von rechts ja. einfach reinhüpfen, ja. Ja, okay. Dann. Interessant ist übrigens, auf der anderen Seite ist irgendjemand in einem Käfig und der lebt. Ein Goblin in einem Käfig. Mhm. Da können wir auch gleich mal gucken. Aber fang erstmal mit dir an. Ich mach mal die Tür zu. Ich will keine Spanner hier haben. Tür zu! Sieht! Stimmt, eine gute Idee. So. So, dann. Wir sind allein. Ich bin so bereit. Smart! All you need to do is open yourself to the Absolute. And I'll do the rest. Ich hab kein gutes Gefühl bei der Sache. Das ist keine gute Idee. Across your mind, like a pickpocket's fingers seeking flaws in fabric. Ah. Von mir aus erstmal, wenn sie nur in meine Erinnerung gucken möchte, mach ruhig. Sifting deeper, she sees the mind flayer holding a wriggling tadpole to your eye. And then the vision lurches. And you are looking through her eyes as a tadpole squirms into her skull. Help! We need to fish that thing out before it eats any important parts of your brain. Ja, aber bei dir auch. Ihr habt auch so ein Ding, das wisst ihr, oder? No. It's messing with your brain. You're seeing things, probably hearing voices too, yeah? Wir haben eine Erzählerin. Okay. Jetzt, wo du das so sagst. Jetzt bist du so weit gegangen. Ich trau keinem Goblin. Ich trau keinem Goblin, aber ich bin so neugierig. Ja, danke. Na, guck, was passiert. I've got everything I need to fix you. Might get a bit messy, though. Oh, hey. Wie oft du bestätigen musst. Ja. Das ist gruselig. Das ist nicht gut. Hast du gespeichert vorher? Das Ding ist, ich möchte meinen Charakter auch nicht verlieren, bin ich ganz ehrlich. Wir können dich ja wiederbeleben. Ja. Was für einen Plan habt ihr genau? You putting your trust in the Absolute. Simple. Ja, ganz einfach. Ganz einfach. Okay. You won't regret this. Doch, ich bereue es jetzt schon. You know the Absolute don't like to touch nothing unclean. Mhm. So drink this. It'll purify. Auf jeden Fall. You recognize telltale flecks of werejackal blood. It's a potion of sleep. Mhm. Was genau habt ihr vor? Bist du als Halbelf nicht immun gegen Schlafzeug? Sie sind neugierig, ehrgeizig, vielseitig und überaus willkommen. Aber sind das Elfen oder Gnome oder irgendwas ist immun gegen Schlafzauber? Hey, ich bin neugierig, steht da. Ich glaube, das ist ein Hinweis. Ja.
Ihr seid ja auch noch da. Wir können notfalls intervenieren, wenn sie irgendwas... Hopp, hopp. Hey. Reden in den Kopf. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. This could have gone easy for you. Not now, though. I'll tear you was? To shreds. Okay. Ich hab alles gemacht, was du wolltest. Dann ist doch der Elf immun gegen Schlaf. Ja. Ups. Okay. Ich hab Kampf, nur mal so nebenbei. Ja, ich komm mal rein. Hallo. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.